Herzlich willkommen zu diesem Impuls-Workshop. Reise zur Lösung. Vielleicht auch keine Reise in die Gedankenwelt des Begleitens, des Unterstützens von eigenverantwortlicher Lösungssuche. Eine Reise durch verschiedene Etappen. Wie können wir Menschen gut begleiten? Und das Grundanliegen ist das, dass wenn wir oder andere Menschen sich in einer Herausforderung befinden, in einem Problem, nach Lösungen suchen, da brauchen wir oft eine etwas veränderte Sichtweise und Energien. Energien vor allem, um uns zu entscheiden, Energien, um das auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Und dabei unterstützen wir in völlig unterschiedlichen Situationen. Wir verstehen Coaching als zielorientiertes, wertschätzendes Begleiten eigenverantwortlicher, autonomer Lösungsfindung. Was? Durch unterstützende Fragen, ohne Ratschläge zu geben und ohne das Ergebnis zu beeinflussen. Und der wesentliche Teil dieser Struktur ist, also nach Einstieg und Vereinbarung der Arbeit, der Blick auf die Ressourcen. Was sind Qualitäten und Kompetenzen, die Beteiligte einbringen? Dann die Zielarbeit. Wie können wir Ideen finden, welche Möglichkeiten sind da, man könnte auch sagen, die Kernarbeit des Prozesses, wo auch die meiste Zeit oft dafür verwendet wird, und dann die Entscheidung. Also das Unterstützen einer Entscheidung ist meistens auch ein Teil des Prozesses, die damit bestärkt werden kann. In dem Zusammenhang die dritte These. Um Ziele zu erreichen, mache ich mir ein möglichst konkretes, attraktives Bild von dem, was ich erreichen möchte. Vielleicht haben Sie ein Ziel, das Ihnen gerade wichtig ist. Es kann auch eine Kleinigkeit sein. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben das Ziel erreicht, vielleicht ist das Problem weg. Was tun Sie, was anders ist als das, was Sie jetzt tun? Wie konkret handeln Sie? Was machen Sie dann anders, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben? Vielleicht ganz von selbst. Und als dritte Frage, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, was werden Sie dann gelernt haben? Welche Lernprozesse werden Sie abgeschlossen haben? Welche neue Kompetenz haben Sie, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben? Und in diesem Abschnitt dieser Reiseetappe biete ich eine Fülle von Fragerastern an, wo man also auch nach Thema dann eine Frageraster suchen kann, mit Stichwortverzeichnis oder indem man sich ein bisschen vertraut gemacht hat, mit der Struktur leicht zu finden, um für eine Situation dann seinen Frageraster zur Verfügung zu haben. Für die Selbstreflexion oder für andere Menschen zu begleiten. Wenn es darum geht, gemeinsam mit anderen eine Entscheidung zu treffen, achte ich zunächst auf die Beziehungsqualität. Und auch hier ist es wieder so etwas wie Ressourcenorientierung. Das Schauen auf die Kompetenzen und Qualitäten, das auf mehreren Ebenen ein wertvoller Input ist und in einem Team einen ganz wesentlichen Unterschied machen kann. Reiseetappe 5. Konfliktbearbeitung gestalten. Konflikte sind im professionellen Bereich natürlich der häufigste Anlass, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, sowohl für ein Team als auch für einzelne Personen. Und dafür, würde ich sagen, gibt es noch ein bisschen mehr die Herausforderung, an der eigenen Kompetenz zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Ich habe auch hier eine herausfordernde These gewählt. In Konflikten erkenne ich den Impuls in mir, mich selbst als Opfer darzustellen und die Konfliktursache vor allem bei anderen zu sehen. Da gibt es ein kleines Nicken dazu, Schmunzeln. Möchte jemand dazu Stellung nehmen? Kommentar. Was man einfach bei diesem Schmunzeln, bei diesem Nicken hat. Also auf mehreren Ebenen ist das ein interessanter Satz. Wenn es uns
in eigenen Konflikten, von denen wir selbst betroffen sind, gelingt, einen kritischen Blick auf das zu werfen, so wieder ein bisschen Rollenbewusstheit, Meta-Ebene, wie von außen auf mich schauen. Wie gehe ich mit der Situation um? Was sind meine Impulse? Was hatte ich gelernt? Das sind eine sehr tiefe, falsch gelernte Vorgänge in einem Konflikt. Dann ist das auch ein guter Beitrag. Die andere Seite ist, dass wenn uns Menschen von Konflikten erzählen, wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, dass die Menschen das sehr subjektiv erzählen. Und je emotionaler oder je mehr ein Konflikt eskaliert ist, umso wahrscheinlicher ist es, einseitig erzählt. Und natürlich gibt es Menschen, die die ganze Schuld bei sich selbst sehen. Das Häufigere ist, dass sich Menschen als Opfer darstellen. Und dass sie sozusagen werbend vom Konflikt erzählen. So, versteh doch, und du musst mir doch recht geben. Und ich bin doch so einer dabei. Und was der oder die mir alles angetan hat. Das ist so das Häufigste, was passiert. Und da braucht es natürlich ein bisschen kritische Distanz, um mit dem umzugehen. Und es passiert natürlich auch Profis manchmal, dass sich sozusagen hineinziehen lassen und die Person auch noch bestärken in dieser Sicht, sich selbst als Opfer zu sehen, und sie tun ihm dabei nichts Gutes. Also es wird dann möglicherweise der Streit noch verstärkt durch diese einseitige Unterstützung. Wenn Menschen kommen und erzählen möchten von einem Konflikt, und die erste Frage, die ich stelle, ist: Was ist das, was sich die andere Konfliktpartei wünscht? Dann muss man weggehen von der eigenen Sichtweise, sich in die andere Person einfühlen oder zumindest so, wie man sie bisher verstanden hat, das mal so formulieren, und das ist schon ein wesentlicher Schritt in die Veränderung oder wesentliche Ressource in Richtung Lösung. Wenn andere von Herausforderungen erzählen, freue ich mich, sie in ihrer Eigenverantwortung zu unterstützen. Eigenverantwortung scheint mir einer der wertvollsten Aspekte zu sein im menschlichen Zusammenleben. Und ich sehe das auch in politischer und ökologischer Dimension. Also man kann das geschichtlich aufrollen, wo wird Eigenverantwortung gelebt, wie sind Menschen in Situationen umgegangen oder haben Eigenverantwortung abgegeben und wie geht es in Herausforderungen wie unserem Umgang mit der Eigenverantwortung. Also das ist ein Grundanliegen, wenn wir beitragen wollen zu einem guten Ganzen, auf diese Eigenverantwortung zu schauen. Und deswegen finde ich sie so wertvoll in sehr unterschiedlichen Situationen und Aspekten, gut darauf zu schauen. Wir wirken, also wir sind wirksam auf der Grundlage unseres Menschenbildes. Die Art und Weise, wie wir über Menschen und über uns und unsere Seele denken, hat einen Einfluss darauf, was hier geschieht und wie wir uns verhalten werden, was wir einbringen, was andere Menschen entwickeln können. Also beseelt sehe ich als Zuwendung, Zugewandtsein. Und das zeigt sich darin, dass wir voll und ganz dabei sind bei dem, was wir tun. Etwas beseelt zu tun heißt, voll und ganz dabei zu sein. Ich sage das schöne Wort, im Flow sein, im Fluss sein. Das ist eine wohltuende Form der Anstrengung. Ist übrigens, gibt es Untersuchungen darüber, dass je mehr Zeit im Leben wir in diesem Modus verbringen, wo wir voll und ganz dabei sind, umso zufriedener oder glücklicher beschreiben wir uns. Diese Zuwendung beginnt wieder bei der Zuwendung zu sich selbst. Ich sehe das als die erste Herausforderung, als die Kernarbeit, wie gehe ich mit mir selbst um. Und dazu die letzte These, zu der ich eingeladen hatte, sich hier Gedanken zu machen. Ich betrachte mich selbst wertschätzend, indem ich alles in mir annehme, alles als Möglichkeiten annehme und wohltuend für mich sorge. Also was immer in mir ist an Impulsen, Bedürfnissen, Gedanken, ich sehe das als eine Möglichkeit und ich sorge für mich, das ist wieder dieses ein bisschen dahinterstehen, nicht jeden Impuls so umsetzen müssen. Das heißt, ich kann entscheiden, ich kann wählen. Ich habe die Definition von Wohltuend sehr wohltuend gefunden, okay. Weil es eine gewisse Grenze definiert, ja. Wie weit man geht, bis wann ist was wohltuend und wann ist es Anstrengung oder, ja. Oder Forderung an sich selbst. Oder ja, der letzte Gedanke dazu, mich selbst freundlich zu betrachten, das Helle, das Dunkle, beides zu sehen, macht es leichter, bewusst zu wählen. Ist der von dir? Schön. Dankeschön.